ihr Zuckerschnuten. Ich habe heute mal wieder ein Haul für euch. Ja, ich war mit meiner großen Tochter im Action, weil sie da so ein paar Sachen brauchte, wollte. Und habe die Gunst der Stunde genutzt, als sie zu Hause war am Wochenende. Und leider habe ich keine Bilder bekommen. Es gab keine neuen Bilder. Es gab nur die Blumen, von denen ich schon eins habe. Und ich glaube, das mit den Fenstern und ich glaube noch ein Mandala und dann noch irgendein Bild. Aber jedenfalls wollte ich die alle nicht haben. Also das waren die ganz alten Bilder oder älteren Bilder. Also auf mein Haupt, ich habe bisher noch nicht ein einziges Actionbild gepainted. Ich muss endlich mal anfangen. Mal gucken, wie wir das machen. Und wann ich das mache. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne noch zeigen, was wir ergattert haben. Als was Großes habe ich mir eine Leinwand geholt. Ihr wisst ja, dass ich das gerne mal mache, was auf die Leinwand kleben. Das ist 9, das ist, oh je, die Leinwand ist 39x39 und ist ja eigentlich für die Bilder 40x40, die ja nie 40x40 sind. Eine optimale Größe. 2,49 € hat das gute Stück gekostet. Ich bin gespannt, was ich da für ein Bild drauf machen werde. Ich habe es erstmal mitgenommen, damit ich eine da habe. Ja. Dann habe ich diese Zuckersüße mitgenommen. Was ich damit vorhabe und ob das mir gelingt, was ich vorhabe, das werden wir sehen. Aber wenn es soweit ist, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt. Mal sehen. Mal schauen. So, dann habe ich ergattert. Uno momento, ich hole mir das mal aus meinem großen Beutel raus. Der Beutel ist groß, gar nicht viel drin. Zum Diamond Painting. Wie gesagt, Bilder habe ich keine bekommen. Ich habe auch keine Karten bekommen. Also ich habe auch kein Osterfoschi-Tape, was ich ja eigentlich gehofft habe. Es war eigentlich an Oster nichts da. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Washi-Tape mitgenommen. Ja, wie soll es auch anders sein, oder? Mit Pflanzen und so habe ich noch gar nichts gehabt und ich dachte, es muss jetzt einfach mal was her. Das Washi-Tape hat gekostet. Ein bisschen haben sie ja auch alles angehoben. Mutter, das hat noch 69 Cent gekostet. Also das ist noch nicht angehoben. Und hier noch mal ein paar schmale. Na, wo ja immer am Rand die Legende ist, da. Will ich ja die Legende nicht immer bekleben. Und hier so Geburtstags- und Herzchen und Luftballons und einfach mal ein paar Streifen. Ja, mal gucken. Ne? Aber ich muss da halt was mit. Ne? Die sind 6 mm. Hier 6 mm, 10 mm, 15 mm und 20 mm. Und die sind 7 m lang. Oh, wow, 7 m? Nee. Die 7, das geht doch gar nicht, oder? Was steht denn hier, die 7? Oh, für Millimeter? Nee, das geht ja auch nicht. 7 mal 6. Ich bin auch bescheuert, ey. Das sind ja 7. Oh, ich habe echt eine Macke. Aber wisst ihr, dass das gar nicht drauf steht? Da hier 3 Meter. Und hier auch 3 Meter. Oh, ehrlich, ey. Peinlich wieder. Na, das ist wieder typisch ich. So, dann habe ich diesmal. Und ich habe lange überlegt. Aber ich habe es diesmal mitgenommen. Das Patafix. Das war, glaube ich, nur 99 Cent, oder? Wartet, ich sage euch das gleich. Ich habe meinen schlauen Zettel nämlich diesmal dabei, aber finde natürlich nicht, was das Patafix gekostet hat. Wartet, ich kriege das raus. Patafix, 99 Cent. Hier sind 80 solche Teile drin und ich bin echt gespannt. Ich schwöre eh auf mein Wachs. Aber viele haben halt gesagt, das Patafix ist gut. Und wie ihr seht, das kann man ja zum Ankleben irgendwas nehmen, ne? Also wenn ich es dann doch nicht nutze, dann nehme ich so was anderes. Fertig. Und da, ich habe Magnete gekauft. Ich habe Magnete gekauft. Es gab 4 verschiedene. Total niedlich. Ich würde mit euch eins auspacken und zwar das. Wir läuten den Sommer ein, wenn ich dann mein Messer gefunden habe. Was schon wieder verschwunden ist. Oh, wisst ihr, das Messer ist ständig weg.
Ja, weil es wieder in der falschen Box war. Naja, so ist es. Meine große Tochter, war ja mit, wie ich es euch gesagt habe, hat sich auch eins ausgesucht und zwar das hier. Die hat mittlerweile. Ja, wartet, ich packe das mal mit euch aus. Die sind richtig schön groß. Die schöne Magnete, ne? Und die haben 99 Cent gekostet, eine Packung. Das sind große Magnete, schön. Nee, aber wartet mal, wir machen das mal. Ich nehme mal das eine hier. Guck mal. Das ist 9,5 cm. Das ist 7,5. Also das hat eine ordentliche Größe. Genau. Ihr habt da ganz normale runde Acrylsteine drin in den verschiedensten Farben. Und ihr habt hier die Zahlen drauf. Das nur Zahlen? Ja. Sind nur Zahlen. Und die stehen auf die Dütchen drauf. Und bin mir ziemlich sicher, dass das die DMC-Nummer ist, oder? Wartet mal, weil es ist rosa. 605 ist rosa. 310 ist schwarz. Seht ihr? Ist doch voll cool, oder? Denn bei den Bildern sind nie die DMC-Nummern dabei gewesen bisher. Lässt hoffen. Ganz normales Toolkit, aber wir haben nur einen kleineren Stift und der ist hellrosa. Der ist richtig hellrosa. Aber im Zipbeutel. So, und die anderen sind genauso. Die packe ich jetzt nicht extra aus. Aber total toll. Und für 99 Cent, hallo, nimmt man da mit. So, und dann, wartet mal, ich muss mal gucken. Ich habe euch jetzt die zwei Leinwände gezeigt und das Washi-Tape. Dann hat sich meine Tochter noch so ein, das ist so ein dicker Pö, so dick ist das, so Modelliermaße mitgenommen. Da hat sie mir schon, oh, das zeige ich euch. Wartet, ich hole das mal ganz fix. Wieder da. Die Modelliermasse und hat mir einen Eierbecher gemacht. Na, der erste Versuch ist doch cool, oder? Hier ist die Augenbraue abgefallen, das haben wir erst irgendwann gesehen. Aber ist doch cool, oder? Jetzt habe ich meinen eigenen persönlichen Eierbecher. Genau, da hatte sie die Modelliermasse geholt. Und dann hat sie sich noch, wartet mal, wie heißt denn das? Da machen, hier steht Backton. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das gibt es in verschiedenen Farben. Das ist ohne Schachtel. Wartet nochmal, vielleicht hat es noch im Zimmer liegen. Tut mir leid für das Durcheinander heute, aber ich habe echt gedacht, die hat das alles mitgenommen. Aber tatsächlich, jetzt spinnt wieder mein Teil hier oben mit mir rum. Das hier meine ich, das hat sie sich mitgenommen. Aber da machen doch manche auch Stifte draus. Wie war denn das? Irgendwie, die hat gesagt, meine Maus, das suche ich mir raus. Oh, das nervt mich gerade hier echt. Es tut mir leid, dass es das jetzt so wackelt. Ich hoffe, das hält jetzt. Ha, hält. So, genau. Da machen doch manche Stifte draus. Sie will sich das mal angucken. Ich habe vergessen. Habt ihr da einen bestimmten Namen dafür? Jedenfalls hat sie sich die Pastellfarben ausgesucht. Dann hat sie sich noch Stoffmalfarben ausgesucht. Die hat sie aber mitgenommen. Habe ich geguckt. Das hat gekostet 1,49 €. Nee, die Modelliermasse hat 1,49 € gekostet. Das ist 1,12 €. Washi-Type 69 Cent. Dann hat sie einen ganz großen Anti-Stress-Ball. Das ist eine Avocado für 99 Cent. Und dann haben wir. Wartet mal. Was haben wir denn noch? Ja, und die Stoffmalfarben. Die Stifte sind 10 Stifte für 2,22 €. Na, hallo, das ist ja wirklich ein Witz, oder? Oh, und dann hat sie Squishies. 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 Die sind schon benutzt und gequischt und ja und schmutzig und so. Aber da gibt es ganz viele verschiedene. Ich habe dann meinen anderen beiden auch hier. 36 Stück. Sind immer zwei drin und kosten 69 Cent. Und hier hinten steht dann drauf, wie die heißen. Ist total lustig. Ja, und da hatte ich, meine Große hat zwei Packungen gekriegt. Die kleben bei ihr am Schrank. Zwei davon. Und die anderen beiden habe ich hier. Um euch das mal zu zeigen, das klipprische, komische Zeug. Und meine anderen beiden haben jeweils auch noch eins gekriegt. Das ist doch ulkig, ne? So, und zu guter Letzt habe ich noch das hier gefunden. Fand ich auch total lustig. Das kostet 99 Cent. Das sind, ganz kleine Steine. Kleiner als Lego-Steine. Das mache ich, ne? Der Panda. Und der Alpaka,
Mein Sohn und meine jüngere Tochter kriegen das mit ins Osternest. Da können sie sich mal an der Friemelei betun. Das habe ich gedacht. Genau. Ich werde demnächst nochmal zur Action gehen, weil natürlich diese Teile für 69 Cent totale Renner sind. Und da werde ich nochmal welche holen. Alleine schon irgendwann mal für Kindergeburtstage finde ich die total drollig. Und diese großen Anti-Stress-Bälle, da werde ich nochmal welche holen. Auch für die anderen beiden. Fanden sie auch toll. Da gab es Banane, Möhre, Avocado und Aubergine, habe ich gesehen. Und die sind echt so groß hier. Das ist echt eine tolle Größe. Und was ich ganz toll finde, ist ja, wenn man jetzt woanders so ein Anti-Stress-Ball, dann ist das ganz dünn, der Gummi. Und der ist richtig dick. Also das ist nicht wie ein Luftballon oder wie zwei Luftballons, sondern richtig dicker Gummi. Stinkt ganz schön, aber das lässt nach. Deswegen, ja, wie gesagt, ich habe ordentlich zugeschlagen. Ein bisschen ordentlich zugeschlagen, leider keine Bilder. Und die zwei Leinwände noch. Ja, viel war es nicht. Ich habe bezahlt 22,32 €. und von daher, ich bin zufrieden mit dem, was ich so an Kleinkram erwischt habe, vor allen Dingen auch für meine Große. Allerdings etwas enttäuscht, weil es noch nichts von Ostern oder die neuen Bilder gab. Hätte echt gehofft, weil so viele schon bei Facebook diese neuen, und die Ente ist so niedlich, posten und ich nichts gekriegt habe. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Genau. Das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es nicht viel zu sehen gab. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt dran. Viel Spaß beim Painten. Tschüss.